an. Du hast nicht wie so einer ganz großen Halle. Aber gehen wir zum Spiel jetzt. Van Gogh natürlich gegen den, ja, sein Idol. Ja, immer noch, wie gesagt. So stark jetzt von Van Gogh gegen den Youngster Van Gogh, der hier natürlich, ja, vielleicht das Spiel seines Lebens machen muss. Ball hat noch nie in einem Playoff-Spiel, Endspiel gegen, der man die Niederlage beibringen konnte, auch Wang Xin. Aber wie gesagt, in diesen wichtigen Spielen Ja, und aufs war immer oder eine Endspielen, Bank. wie gesagt, Immer eine Bank. hat Timo Boll nichts li liegen lassen. Für sich gestalten können. Ja, war ein Netzaufschlag. Sicherlich auch spät jetzt erkannt. Nee. Hat sich guter Rückschlag. Ja, jetzt so gerade. Oh, starker Vorhand. Topspin jetzt zwar leicht. Ja, war okay von der Taktik her. Dann Ja. gleich übernehmen mit der Rückhand. Das ist Ja. seine Stärke dann. Nächsten Ballwechsel. Deshalb hat man hier dem Youngster ja die Chance gegeben. Ja, das meine ich damit. Die nicht nutzt gegen Timo dann. Sehr Die schön. nutzt er, die nutzt er. Sehr schön verteilt auch. Timo Boll beginnt hier den zweiten Satz. Langer Aufschlag von ihm. Optimal jetzt. Gerade bei der Rückhandöffnung. Sehr schöner. Ja, das schön nachgesetzt. Auch klasse Return eben auf den. Ja, aber ich denke mal, seine Erfahrung und sein. Ja, ist ein gutes Auge. Wie er die Bälle, aber man spielt einfach intelligenter. Oh, das ist Oh, Wahnsinn. unglaublich. Das ist Aber Timo Boll. schon von der Kante nicht schlecht. Jetzt ganz, aber ganz, ganz weich. Sie Tops eben, den er da nur reinspielt. Das ist nicht. Ja, und Genau. auch. Wieder guter. Springt der Ball an die Kante. 8-8. Spannend. Oh, den lässt er liegen. Timo Wolle. Und ja, jetzt guter Aufschlag und. Sehr schön. Aufschlag von Van Gogh hatte Boll bis dahin keine. Rückschlag war super. Wie jetzt auch natürlich. Die Länge. Also das, der Aufschlag war einfach perfekt. Ja, Big Point. Ja, große Problem. Nächster Satzball, Timo Boll. Ah, Netzkantenball. Ach, dieser Traumball von. Den kennen wir von Boll, wenn er da mit der Vorhand ja, übernimmt. Und er spielte einfach in, ja, in Phasen, in der unter Druck ist, die seine besten Bälle. Gleich ja. Fang Moment. Ja, auch mal. Korkenzieher. Ach. Wieder dieser tolle Ball von. Kriegt er das noch in einer unnachahmlichen Art hin? Jetzt versucht es Van Bo auf der anderen Seite. Genau. Und Trotz, sag ich mal, vielleicht. Bisschen Formschwäche oder nicht ganz Spiel eigentlich komplett auf Aufschlag, Rückschlag und ersten Ball auf. Genau. Aufschlag, Return von Timo Boll, super. Muss dann ist halt die Fehlerquote auch ein bisschen am Anschneiden. Es ist komischerweise so, wenn der Ball im Hat er sicherlich hier seine Chancen. Return ist halt einfach nicht mehr die Zeit zum Reagieren. Zweieinhalb Sätzen. Natürlich wird man den nicht einkalkuliert haben, aber
wenn man so den Spiel... Wir sind mal hier im Spitzensport und... Ja, jetzt wieder sehr, sehr... Schöner Ball weg. Ja, das... Ja, jetzt Glück für Fuck Moment, klar. Wahnsinn. Wahnsinn, schauen Sie sich das an. Wahnsinn. Das gibt's doch nicht. Da, das gibt es nicht. Was ein Ball. Was ein Ball, meine Damen und Herren. Wahnsinn. Also da war ja alles drin. Hier steht die Halle. Dranbleiben. Wahnsinn! Lässt liegen. Eigentlich klasse geblockt hier. Die mit der Vorhand liegen. Eigener Aufschlag. Ja, und das ist, was man sagen muss bei Timo Boll. Immer wieder beeindruckend. Bei 10-10 spielt er dann so einen Ball. Zum Zungenschnalzen. Ja, einfach. Einfach ja, auch übernehmen mit der Vorhand. Was ein Winkel der Ball da noch bekommt. Also Wahnsinn. Da kannst du Fangmoment wirklich keinen Vorwurf machen. Genau das ist es. Ja. Oh, das Aufschlag, klasse. Ja, das ist ja spielt. Wenn es eng ist, deine besten Bälle. Die Chancen hattest. Jetzt wird Timeout kommen. Ja, ja. Jetzt wird Timeout kommen. Ja, es fand Bovi. Nach diesem hohen Ball der nächste, ja, leichte Fehler. Ja, jetzt schon mal. Ja, immer noch. Reingespielt, Timo Boll, das reicht da nicht. Jetzt nochmal, aber das 4-4. Ja, gab jetzt gab's für ein Spiel. Ja, gab aber eigentlich die gute Möglichkeit hier für Fang Bumeng. Und der war drauf. Ja, war drauf. Big Points dann nutzen kann. Ja, genau. Das meine ich da. Ja, das von Bumming machen wird. Genau. Schritt gegangen, aber jetzt ein Tick. Ich überrascht jetzt über diesen harten Rückschlag. Ja, das ist dann zu redonieren, dass Timo Probleme hat. Jetzt Glück. Also sehr, sehr gut. Jetzt mal Vorhandseite aufgeschlagen, ja. Übernehmen. So, jetzt so. Ganz wichtig. Ja, zeigt doch mal Timo Boll die Faust, weil er genau weiß, das war jetzt... Der spielt ja, wie gesagt, wenn es eng ist, die besten Bälle. Aber jetzt hat er Mut. Jetzt hat er Mut, Fango. Nehmen. Satzball. Fulda. Ganz schwierig diesen Ball. Ganz schwierig. Schlechten Winkel hat, um gegenzuziehen. Da kannst du keinen Vorwurf machen. Aber wieder mutig. Nein, also jetzt wirklich lang. Nee, er bleibt dabei. Ja, und er nutzt den! Spielheld. Ja, und da musst du dich halt in den Rausch spielen, das ist auch klar.
eine Niederlage beizubringen. Hat ja davor immer die Spiele klar verloren. Ach, das ist... Ja, das ist Wahnsinn. So gegen zu gehen können mit der Vorhand am Tisch. Ja, jetzt viel aggressiver Timo Boll jetzt. Das habt ihr das ganze Spiel nicht gesehen. Hat ja in der Anfangsphase einfach nur mit der Rückhand teilweise so reingehoben. Ja, Topspins gespielt, die auch nicht die Länge hatten und die Härte. Und jetzt hat man es gut gesehen. Super mit der Rückhand und Vorhand durchgezogen. Ja, das ist sehr, sehr schwierig. Und Aufschläge von Fang Wumeng. Ja. Jetzt auch die Rückhand viel härter. Hohes Niveau spielen zu müssen. Er war drauf. Das Tor in Reif mit. Oh ja, kommt durch. Oh, der war klasse. Der war noch nie davor. Seine besten Bälle spielen. Der wirklich hinten auf der Linie sein. Ja. Jetzt. Jetzt in Rausch spielen. 9-5. Mein Gott, wer Punkt machte Timo noch? Ja, jetzt nicht. Enorm cleverer Rückschlag, ist da viel möglich. Jetzt wieder. Niveau Timo dann gespielt hat nach diesem hohen Rückstand. Man, wo blockt nur? Das ist der Matchball! Oh, der ist hoch. Noch nicht tot? Ja. Ja, einfach ist gut gesagt. Das ist es! Es ist unglaublich! Es ist unglaublich! Marbazell führt hier 2-0 gegen den Rekordmeister Borussia Düsseldorf. Und Fang Wumeng, ja, schafft die Sensation und schlägt Timo Boll. Fang Wumeng als Dosenöffner.